Das, was wir hier sehen, ist eine kommerzielle Lithium-Ionen-Batterie. Das ist der derzeitige Typ, wie er in den Tesla-Fahrzeugen verwendet wird. Das ist eine 18650er Batterie, 18 mm im Durchmesser und 6,5 cm in der Länge. Das alles, was in der Batterie drin ist, kommt in diese vernickelte Stahlkanne. Die ist dann geschlossen, oben und unten. Sie hat auch eine Sicherheitseinrichtung, ein CID, ein Current Interrupt Device. Das öffnet sich, wenn Druck entsteht in der Batterie. Und wenn wir die zerlegen, sieht sie ungefähr so aus. Das ist das Innenleben und wir können das mal auseinandernehmen. Das ist der Separator. Man sieht ja schon, dass er sich so gelb verfärbt hat. Das ist eine Polymerfolie und darüber ist ein bisschen so eine keramische Beschichtung. Und wenn man die anderen Bestandteile auch anschaut, sieht man, wie viel Kupferfolie und wie viel Aluminiumfolie in so einer Batterie verbaut ist. Wenn wir das ganz vorsichtig auseinandernehmen, ist das relativ viel. Und hier sieht man das aufgebrachte Graphit aufgetragen auf die Kupferfolie, auf den Kupferstromableiter. Die einzelnen Komponenten, so wie man es fertigt, zum Beispiel für eine Kathode, bestehen aus dem Aktivmaterial, das wirklich die elektrochemische Reaktion vollzieht und damit das Potenzial und den Strom liefert, einem Binder, der dafür sorgt, dass die Partikel gut zusammenhalten, und noch einem Leitfähigkeitsadditiv, der dafür sorgt, dass die elektronische Leitfähigkeit besser ist. Das Ganze wird zusammengemischt in einem Lösemittel und wird dann aufgebracht auf eine Folie. Hier sieht man jetzt dieses fertige Slurry, das ist diese Mischung aus dem eigentlichen Aktivmaterial, dem Binder und einem Leitruß. Leitfähigkeitsadditiv, der macht das auch so schwarz dann. Und dieses sogenannte Slurry wird hier aufgebracht, hier in dem Fall eine Kupferfolie, und legt diese zähflüssige Mischung einfach hier vor diese Rakeln. Das Ganze sieht dann einfach so aus, dass das hier entlang fährt, über dieses zähflüssige Gemisch drüber fährt und dann einfach einen, in dem Fall 200 Mikrometer, dicken Film erzeugt. Und hier ist ein Trockenschrank, der ist auf 60 Grad geheizt, da wird das reingelegt. Normalerweise beschriften wir das vorher noch, damit man es auch wiederfindet. Und da wird das dann über Nacht getrocknet. Die Batterien müssen unter Luftausschluss gebaut werden, da sie nicht stabil werden an Luft. Und deswegen wird es in so einer Glavkapsel gebaut, die mit Schutzgas betrieben wird. In diesem Fall wäre es Argon. Im ersten Schritt wird jetzt einfach der Stempel für die Arbeitselektrode in das Gehäuse eingebracht. Und diese fest verschraubt. Dann kommt im nächsten Schritt unsere Elektrode auf diesen Stempel hinab. Wir brauchen natürlich dann noch einen Separator, damit Arbeitselektrode und Gegenelektrode nicht aufeinandertreffen. Die kommt als nächster hinab. Damit die Lithium-Ionen dann zwischen Arbeitselektrode und Gegenelektrode hin und her wandern können, brauchen wir natürlich noch ein Transportmedium. Das wäre in unserem Fall ein Elektrolyt. Das heißt, im nächsten Schritt wären einfach ein paar Tropfen von diesem Elektrolyt auf den Separator aufgebracht. Dann kommt unsere Arbeitselektrode in die Zelle. Diese wird jetzt auch wieder verschlossen.
Das würde von innen dann so aussehen. Das heißt, wir sehen jetzt da sehr gut Arbeitselektrode, Gegenelektrode und dazwischen der Separator.